Das ist echt der Knall. Wir wohnen jetzt 4 Monate in Wingen da hinten und genau so lange hat es gebraucht, um den letzten Umzugskarton aus dem Tiny House zu verbannen. Ey, wir haben geackert ohne Ende, bis alles fertig wird. Aber es hat sich gelohnt. Zeit für die erste Roomtour. Auf geht's. Monat ist jetzt her, seitdem wir hier eingezogen sind, und ich kann dir sagen, so ein Tiny House Traum, ja, der kostet nicht nur super viel Vorbereitungszeit, sondern auch sehr viel Nachbereitungszeit. Wenn du ein Tiny House Grundstück gefunden hast und dein Häuschen irgendwo hinstellen kannst und es fertig ist, heißt es noch lange nicht, dass du angekommen bist, denn um diesen Zustand hier so herzustellen, sind 4 Monate vergangen, ja, Sachen auszuräumen, auszumisten, wegzuräumen, irgendwo was zu bauen, weil man auch irgendwo Stauraum braucht. Ich habe echt die Schnauze voll vom Ausmisten, will jetzt nichts mehr von Flohmärkten hören oder den ganzen Kram. Dir ist wahrscheinlich aufgefallen, dass wir noch keinen Kamin im Haus haben. Dort oben nämlich hinter der Leiter ist der Abluftschacht, unten die Luftzufuhr. Und ja, das lag einfach daran, dass die Prio-Liste bisher zu lang war, beziehungsweise andere Dinge einfach wichtiger waren. Demnächst kommt aber der Schornsteinfeger, nimmt den Kamin ab und dann haben wir, ja, ordentlichen Grund hier zu heizen, denn Holz von Hütten haben wir genug. Im kommenden Winter wird dann mit Holz geheizt, anstatt mit Gas. Ist auf jeden Fall eine ordentliche Kosteneinsparung und da freue ich mich schon riesig drauf. So, dann starten wir mal die kleine Tour. Herzlich willkommen im Wohnzimmer. Wohnzimmer deshalb, weil die meisten Tiny-Häuser gar kein Wohnzimmer haben. Das, was wir bis jetzt so gesehen haben, und wir haben uns viele Häuser angeschaut, ja, eine kleine Nische mit 2 Stühlen und einem Tisch. Und das soll dann der Bereich sein, wo ich mich den ganzen Tag aufhalte? Ich meine, dem einen oder anderen reicht's, aber oh mein Gott, nein! Wir wollten einen Wohnbereich schaffen, in dem wir uns wohlfühlen, wo wir genug Platz haben und Raum zum Atmen. Vor allem auch, wenn wir mal Gäste einladen, alle gemeinsam hier sitzen können und nicht im ganzen Haus verteilt, wie man es schon in einigen Reportagen gesehen hat, einer auf der Treppe, einer im Badezimmer oder einer auf dem Küchenblock. Was dir vielleicht schon auffällt, ist, wir haben den Wohnbereich ein bisschen erweitert durch ein Erker, der schaut 40 cm aus dem Haus raus und schafft einfach ein bisschen mehr Raumgefühl. Das Schöne ist, wir können direkt den TV-Schrank plus Fernseher dort integrieren. Fernseher deshalb, weil wir einfach das schauen, was wir lieben. Reportagen, Dokus und richtig coole Filme. Wir haben aber auch super viel Platz für eine große Couch. Die ist nicht wirklich tiny, 2,30 Meter lang, aber ermöglicht es uns, hier einen zweiten Schlafbereich zu schaffen. Hat nämlich eine Schlaffunktion und sogar einen Bettkasten für noch mehr Stauraum. Und weißt du, was das Schöne an dem Raum ist? Du hast einfach Platz, dich zu entfalten und dich sogar auch mal fallen zu lassen. Du hast recht, ich bin noch nicht ganz fertig mit der Seite, denn da oben befindet sich auch noch ein Bereich, der hat eine ganz besondere Aufgabe und wie wir da hochkommen, schaust du doch selber an. Immer wieder schön hier oben zu sein. Falls du dir so einen Loftbereich für dein Tiny House zulegen willst, sollst du auf jeden Fall schwindelfrei sein. Ansonsten lohnen sich die 2 Meter Aufstiegshöhe, denn der Ausblick von hier oben ist der Knaller. Der Loftbereich, auf dem ich gerade sitze, ist der sogenannte Arbeitsloft. Hier wird sehr viel Gehirnschmalz investiert. Hier gehe ich coole Projekte an, die mir Spaß machen oder schneide meine YouTube-Videos. Und habe eigentlich Platz für alles, was ich so brauche. Für meinen Rechner, ein cooler Ausblick und ein bisschen Grünzeugs, um es gemütlich zu machen. Hier haben wir insgesamt 2 Quadratmeter, die zur Verfügung stehen. Und drüben im Schlafloft knapp 6 bis 7 Quadratmeter, wo wir gleich rübergehen werden. Die 2 Loftbereiche konnten wir nur deshalb realisieren, weil wir das Haus nicht auf 9 Meter, sondern 8,50 Meter gebaut haben. So war das Haus trotzdem 3,5 Tonnen schwer Maximum. Und wir konnten die komplette Raumhöhe
durch das ganze Haus ziehen. Ist natürlich cool, weil wir so einfach mehr Wohnfläche haben, denn wir kommen insgesamt hier auf 28 Quadratmeter. So, und jetzt geht's erstmal wieder runter. So, wir befinden uns jetzt in der Tiny House Küche. Ich sag mal so klein, aber fein. Und hier haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Das Einzige, was hier jetzt fehlt im Vergleich zu unserer alten Wohnung, ist der Geschirrspüler. Den brauchen wir hier nicht, weil wir alle 2-3 Tage abwaschen. Ansonsten betreiben wir hier sehr vieles mit Gas. Zum einen die 2 Gaskochfelder und zum anderen den Backofen. Wenn man jetzt auf die Idee kommt, mit 3 Kochtöpfen zu kochen, ist das auch kein Problem. Wir haben noch ein Induktionsfeld, wenn vielleicht mal Freunde da sind, dass man einfach etwas mehr zubereiten möchte und wofür 2 Gaskochfelder einfach zu wenig wären. Ansonsten haben wir eigentlich alles, was man braucht. Tassen, Gläser, hier haben wir Tee ohne Ende, Kaffee, Mülleimer, Besteck, Kochtöpfe, Teller, alles, was man eigentlich braucht und sonst in seiner normalen Wohnung auch hat. Hier war halt die große Herausforderung, so ein bisschen das auszumisten, was man nicht braucht. Hier im Tiny House ist es so, dadurch, dass du alle 2-3 Tage abwäschst, verwendest du immer nur die ersten 2-3 Teller, ersten 2-3 Tassen und räumst die dann wieder in die Schränke. Heißt also, du kannst noch viel mehr ausmisten. Potenzial ist auf jeden Fall da. Na, was glaubst du, was braucht man in einem Tiny House, um nicht wahnsinnig zu werden? Ganz genau, genug Stauraum, um die Dinge unterzubekommen, die du mit ins Tiny House nehmen möchtest. Gerade wenn du vorhast, von einer Wohnung in ein Tiny House zu ziehen. Bei dieser Schranklösung haben wir 2 Dinge kombiniert, die einfach sehr notwendig sind und auch wichtig fürs Haus. Nämlich einmal eine Treppe, die hochführt ins Schlafloft, da gehen wir gleich hin, und Stauraum zu schaffen. Deshalb auch der Bettkasten im Schlafsofa, damit wir da einfach auch Dinge unterbekommen. Hier befinden sich Dinge, die einmal in die Küche gehören, aber auch viele andere Sachen, die wir einfach brauchen, wie zum Beispiel der Kühlschrank, dann hier die Grundnahrungsmittel wie Reis, Nudeln, Konserven, Müsli, alles was so dazugehört. Hier haben wir die ganzen Jacken und Wintersachen, die wir im Sommer wiederum austauschen, dann durch die Sommersachen. Und im letzten Element des Einbauschranks dann die Getränke, die wir so aufbewahren. Wenn du planst, dauerhaft in ein Tiny House zu ziehen, dann solltest du dir das Leben wesentlich einfacher gestalten, indem du mehrere Funktionen kombinierst, wie zum Beispiel die Treppenkonstruktion mit Einbauschrank. So ist es auch hier, dieser Bereich ist für 2 Funktionen ausgelegt. Zum einen Stellfläche, um was unterzustellen, Sitzgelegenheit, um sich die Schuhe anzuziehen oder für was auch immer. Zum anderen aber auch zum Essen und zum Frühstücken. Ich weiß, kannst du dir noch nicht ganz vorstellen, diese Esstisch-Spiegel-Kombination macht es möglich, ist noch nicht ganz fertig. Hier in das Viereck kommt ein Spiegel rein, dann wird er nochmal komplett weiß gestrichen mit Mosaiksteinchen auf der Oberfläche. Aber er funktioniert schon mal. Und wie das genau aussieht, zeige ich dir jetzt. Wir haben gezaubert und plötzlich haben wir 4 Sitzplätze geschaffen, wenn mal Freunde vorbeikommen oder man einfach einen netten Abend verbringen möchte, Karten spielen, frühstücken, essen, was auch immer. Wir haben bis jetzt gesehen Wohnzimmer, die Küche, Arbeitsloft, die Treppenkonstruktion mit Einbauschrank. Aber irgendwas fehlt da noch, da fehlt doch was. Richtig, die Schlafkoje, da oben und da gehen wir jetzt hin. So, wir befinden uns jetzt hier in der Schlafkoje, knackige 5-6 Quadratmeter stehen zur Verfügung. Ja, Raumhöhe, gerade so viel Platz, um zu sitzen. Aber es reicht komplett aus, um hier einfach zu pennen oder einfach alle anderen Sachen zu machen, die man sich hier vorstellen kann. Wir haben jetzt hier eine 1,40er x 2 Meter Matratze. Die Matratze für meine Tochter ist auch mit am Start, also genug Platz, um hier gemeinsam zu pennen. Viele können sich es einfach nicht vorstellen, aber genau das ist etwas auch, mit dem man sich arrangieren muss, mit dem weniger Platz auszukommen und das Wertvolle daran einfach zu sehen. Das Allerwichtigste, um in ein Tiny House zu ziehen, ist aber zum einen die richtige Einstellung mitzubringen und zum anderen auch den richtigen Partner mitzunehmen, falls du vorhast, nicht alleine in ein Tiny House zu ziehen. Und dann kriegst du so ein Riesenprojekt auch locker gewuppt. Zurück zum Schlafloft. Die meisten sind ja so gestaltet, dass man direkt runter gucken kann. Also das kann ich jetzt zwar auch, habe aber trotzdem ein wenig Sichtschutz, gerade wenn wir Gäste haben oder unten jemand pennt, dann wirst du vielleicht auch ein bisschen Privatsphäre haben. Und das haben wir geschafft mit Hilfe dieses Einbauschranks. Zudem hat er auch sehr viel Stauraum, den man wiederum braucht. Im Tiny House ganz wichtig, haben wir ja gelernt. Zum einen für die Frau, dann alle Sachen von mir. Ultra viele T-Shirts. Ich muss hier immer noch ausmisten. Da kommt in Kürze auch ein Video über meinen Kleiderschrank. Für mich einfach super interessant, weil ich sehr, sehr viele Sachen besessen habe und mich da total reduziert habe bei den T-Shirts. Da hapert es noch ein bisschen, aber da bin ich dran. Und der dritte Schrank. Für alle Sachen, die in den ersten und zweiten nicht reinpassen, wie Bettwäsche, Bettlaken und Co. So, und jetzt zeige ich dir mal, was am allergeilsten hier ist.
hast echt das Gefühl, draußen zu pennen und das ist so geil. Vor allem, wenn du morgens aufwachst, dann kannst du beide Seiten komplett öffnen. Das ist richtig geil. So, genug gechillt. Jetzt geht's wieder runter. Na, willst du wissen, was sich hinter diesem Bullauge befindet? Richtig, das Badezimmer. Habe ich allerdings schon in einem separaten Video aufgenommen mit ein paar richtig coolen Highlights und ja, ich will gar nicht so viel verraten, die sind eher Tiny House untypisch. Zieh dir aber gerne das Video rein, ich verlinke es dir hier oben nochmal, klick auf den i-Punkt, ganz viel Spaß dir. Du hast jetzt ein sehr individuell geplantes Tiny House gesehen. Was mich jetzt sehr interessieren würde, wäre, wie würde dein perfektes Tiny House aussehen? Wie groß wäre es? Auf was könntest du verzichten? Was muss zum Beispiel ins Tiny House, damit du da drin happy bist? Hinterlass gerne einen Kommentar unter dem Video, ich lese mir auf jeden Fall jedes Kommentar durch. Im Übrigen, falls du tatsächlich jetzt planst, in Kürze oder in einiger Zeit in ein Tiny House zu ziehen, egal ob übergangsweise oder sogar dauerhaft, möchte ich dich gerne mit meinen Erfahrungswerten unterstützen. Sowohl in Form einer telefonischen Beratung, eines telefonischen Coachings oder auch das vor Ort ganz persönlich. Von der Planungsphase, also welcher Grund es perfekt für dich wäre, bis hin zur Bauphase, welche Materialien eingesetzt werden sollten, zum Beispiel auch, um das Tiny House nicht zu schwer werden zu lassen, über die Fertigstellung, den Transport des Tiny Houses, TÜV, Versicherung, Finanzierung, aber auch der Suche nach dem perfekten Grundstück, möchte ich dich gerne unterstützen. Falls du also da Anfragen hast oder konkretes Interesse, schick mir gerne eine E-Mail. Wohin genau, verlinke ich dir nochmal unter das Video in die Infobox. Wir werden fertig mit der heutigen Roomtour und ich hoffe, du hattest einen tollen Sonntagmittag, hast es dir bequem gemacht im Laufe des Videos und würde mich freuen über einen Daumen hoch, falls es dir gefallen hat und wenn du jemanden kennst, der genauso Tiny House verrückt ist wie wir beide, leite das Video gerne weiter. Du bist neu auf diesem Kanal? Hinterlass gerne ein Abo und auch einen Klick auf die Glocke, dass du beim nächsten Video informiert wirst und es auch nicht verpasst. Ich wünsche dir einen richtig geilen, vergnüglichen Sonntagnachmittag, mach's dir bequem, egal wo du steckst und bis zum nächsten Mal. Ciao.